So, willkommen und hallo zu Subtil am Bayern. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, vor einer Zeit habe ich ein Video auf der IWA gemacht und habe dort auch ein paar Detektoren vorgestellt, unter anderem den Nocta Impact. Bei der Gelegenheit bin ich von der Produktmanagerin gefragt worden, ob ich den mal testen möchte. Das habe ich natürlich bejaht und heute ist das Gerät da. Also, das Ganze soll ein Unpacking werden. Das heißt, ihr könnt mal sehen, was ist drin, was ist dran an dem Gerät. Tests gibt es natürlich ein bisschen später, da lasse ich mir Zeit dazu. Und anschließend gibt es dann auch noch eine Verlosung, und zwar der Anlass ist der 500. Abonnement. Was es da gibt, das seht ihr dann gleich. Bleibt dran, bis gleich. Servus. So, das sieht das Kind aus. Was fällt als erstes an? 2 Jahre Garantie. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Multifrequenz. Das ist, was mittlerweile Standard ist. Sagen wir mal in der U1000-Klasse. Firmware-Updates, das kennt man vom Deos. Da sind uns auch alle sehr vorsichtig geworden. Die Headphones, das ist natürlich eine ganz feine Sache, dass die da integriert sind. Oh, und zwar kein Bluetooth, sondern was eigenes. Gut, dann packen wir das Ding einfach mal aus und schauen weiter. So, jetzt habt ihr gerade ein bayerisches Urhaar verpasst. Tasche, Rucksacktasche. Ja, okay, gut. Ups. Tada. So sieht das Kind aus. Gleich mit Flyer. Weißer 2, in dem Fall nicht, nein. Und einmal Impact. Zweimal Impact. Jede Menge Impact. Normaler Racer. Okay, also wenn einer Perspektive braucht, Fragen. Oh, das ist interessant. Metal Detecting Code of Ethics. Also, wie man sich verhalten sollte. Also nicht graben ohne die Genehmigung des Besitzers. Refill all holes. Also, Löcher wieder zumachen. Genau. Remove and dispose of all trash found. Also alles im Müll, den du findest, mitnehmen und wegschmeißen. Oder recyceln am besten. Und dass man die Natur und das Environment respektieren sollte. Sehr schön. Ja, das finde ich gut, dass es einfach nochmal reinlegen, damit es auch der letzte Depp kapiert. So, das ist das Pro Package. Habe ich übrigens vergessen zu sagen. Glaube ich, Pro. Das muss ich jetzt aber schauen. Ah, Pro Package, genau. Das heißt, sind die Kopfhörer mit dabei. Und ich denke, da sind auch noch die Hüllen dabei, aber das müsste ich dann nochmal ausfindig machen. Das hört es dann im Test. Ja, das geht selber. Ihr seht selber. Super kompakt. Das ist meines Erachtens mittlerweile auch sehr wichtig. Bisher mein T2. So richtig klein konnte ich den nicht bekommen. Also Rucksack musste man schon vorher testen. Passt da rein, passt da nicht rein. Also da hätte ich jetzt auch bei einem 30 Liter Rucksack wahrscheinlich kein Problem. Es sind 2 Spulen dabei. Sehe ich gerade. Jetzt nehmen wir mal raus. Ich denke, das ist das Netzteil. Das ist hier nochmal ein Neoprenschutz für die Elektronik hinten. Auch cool. 2 Spulen.
Eine kleine Spule. Ja, ich denke mal, das ist so, ja, wenn es wirklich arg verschmutzt ist, dass du wirklich Kleinteile rausfischen kannst. Ist bei uns wahrscheinlich gar nicht so häufig. Also ich bin eigentlich noch nie auf sowas gelaufen, dass ich gleich so eine kleine Spule brauche. Viel lieber wäre mir so eine Spule, um einfach mehr Raum zu machen. Aber wer weiß, wann man es mal brauchen kann. Deswegen ist sowas von Haus aus nicht schlecht. Oder ich muss mal ausprobieren. Vielleicht habe ich es bisher falsch gemacht. Kann natürlich auch sein. Gell? Das wollen wir nicht ausschließen. So, dann die reguläre Spule, sage ich mal. Ich mich da mal aus dem Fenster und sage, dass das die normale ist. So sieht die aus. Ja, normale Größe, ein Tick kleiner als jetzt ich das gewohnt bin von meinen Technetics. Ja, Spulenschutz ist drauf, sehe ich gerade. Genau, der ist schon montiert. Braucht man sich also um das nicht zu kümmern, ist auf alle Fälle dabei. So, jetzt würde ich sagen, baue ich das Ding mal zusammen, da braucht es mir nicht zuschauen. Und dann kann ich schon mal den ersten Eindruck von mir geben. Bis gleich. So, also jetzt kommen wir zur Verlosung. Und da ist auch schon der erste Preis. Und zwar nicht der erste, sondern anlässlich des 500. Abonnements habe ich hier ein paar Sachen zu verlösen. Ich fange an. Und zwar ist es eine Spatentasche. Da ist jetzt auch schon der Black & Decker Spaten drin, bloß dass man sieht, wie das Ding voll ausschaut. Hinten wunderbarer Riemen, kann man sich wunderbar umhängen. Vorne noch mit so einer kleinen Tasche und das ganze Ding hat einen wunderbaren Zweck. Und zwar, einmal schützt es euch einen Detektor im Rucksack. Und das zweite ist, also ihr könnt den Spaten noch mal so umhängen. Wenn er im Auto ist, fällt er nicht umeinander. Also das ist eine wunderbare Sache. Davon gibt es, Moment, so. Genau, da wird es nicht nur eingeben. Nein, da gibt es 4 zu gewinnen. Damit die nicht so einsam rumliegen, gibt es zu jedem ein Subterran Bayern Buff. Genau, so sieht es aus. Also viermal quasi die Tasche mit Buff. Dann ist der Spaten schon mal super aufgeräumt. Das sind übrigens englische Mörsergranatentaschen. Also die halten auch was aus. Also die gingen jetzt nicht sofort kaputt. Außen sogar Mollsystem, ihr könnt es sogar noch erweitern. Und wenn ihr einen original englischen Rucksack habt, könnt ihr es sogar koppeln. Ja, genau, so sieht es aus. So, das ist jetzt der Platz 2 bis 5. Und dann gibt es jetzt noch den Platz 1. Den wird jetzt gleich vorbei. So, da muss ich ja gleich einen Schritt zurückgehen. Und zwar hier diesen Rucksack. Jetzt blendet das Licht schön rein. Wunderbar. Und zwar ein Riesenapparat. Außen mit Realtree. Und was ist das Besondere? Und zwar, deswegen habe ich den auch ausgewählt. Hier in dem Bereich lässt er sich abtrennen. Und wird dann zu einer super separaten Fundtasche. Das ist ein Teil ihres Teil. Drehen wir mal. Dann kann man das besser sehen. Super breite Seitenteile, super breites Band. Also da kann man auch mal die schweren Eisenteile durch die Landschaft tragen. So, jetzt kriege ich das natürlich mit einer Hand nicht auf. Gell? Gekonnt. Ja, jahrelange Übung. So, so sieht es aus. Super breit. Das heißt, man kann lange damit laufen. Und man hat trotzdem noch einen Rucksack. Das heißt, Fundtasche kann man sich nach vorne tun, auf die Seite tun, Rucksack tragen, Rucksack kann man ohne weiteres Regenklamotten reintun und so weiter und so weiter. Hier seitlich könnt ihr wunderbar Sickflaschen oder normale Plastikflaschen reintun, hat ewig viel Platz. Ich trenne mal ab, dass man es mir sieht. Vorne auch mal eine Tasche. Und ja, genau, haben wir gleich. So sieht das Ding aus, abgetrennt. Ihr seht, eine riesen Fundtasche. Ich kann mir hier vorne nochmal aufmachen. Und was auch wirklich toll ist, hier das breite Band. Also da könnt ihr mal wirklich einen ganzen Tag rumlaufen. Kann man auch rausbauen, kann man auch separat waschen, wenn man will. Kann man das auch ein bisschen zerlegen, sauber machen. Genau, Oberteil sieht dann so aus. Genau, coole Sache. Das ist Platz 1
Und was ihr machen müsst, das erkläre ich euch gleich. So, jetzt habt ihr es gesehen, was es gibt. Jetzt ist die Frage, was müssten wir machen? Ganz einfach. Ich bin mir sicher, es wird wieder hier geben, die da überfordert sind. Das okay, kein Lösungswort, nein. Einfach eine E-Mail mit eurer Adresse an die E-Mail, die ihr unten in der Beschreibung seht. Nochmal, eine E-Mail mit eurer Adresse an die E-Mail, die unten in der Beschreibung steht. Warum? Weil ich das letzte Mal schon ewig lang gewartet habe, bis sich da alle gemeldet haben, die was gewonnen haben. Und das war nur nervig. Also, gleich Adresse dazu. Wenn ihr gewonnen habt, schicke ich das Ding raus. Ich glaube nicht, dass ich eine große Ziehung mache, sondern ich gebe einfach bekannt, es ist gezogen worden. Wenn du gewonnen hast, dann bist du angeschrieben worden, fertig. Okay, ja, das war's schon. Und noch sind es nicht 500, aber ich denke, das wird jetzt bald der Fall sein. Ich sage schon mal Danke und ich freue mich. Danke fürs Vertrauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Hoffentlich gute Funde und auch mit dem Impact mal ein Video. Mal sehen, wie die Maschine läuft. Also dann bis zum nächsten Mal. Servus.